Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des PDSK, dem Preis der deutschen Schallplattenkritik. Mein Name ist Eleonore Bühning und ich habe die Freude und die Ehre, dass ich jetzt hiermit einen Ehrenpreis bekannt geben darf. Der wird nochmal irgendwann öffentlich verliehen, aber heute möchte ich schon einmal die Laudatio verlesen. Verliehen wurde dieser Ehrenpreis vom Jahresausschuss des PDSK für das Jahr 2021 und in dem saß ich auch drin, in dem Jahresausschuss. Vor einem Vierteljahrhundert hatte Ute Kleeberg eine revolutionäre Idee. Sie erzählte den Kindern wieder alte Märchen und spielte ihnen an den Stellen, an denen sich ein Fenster öffnen kann, ins Reich der Fantasie, alle möglichen raren romantischen Kammermusikstücke vor, und zwar original eingespielt live. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Klarinettisten Uwe Stoffel, gründete Ute Kleeberg die Edition Seeigel. Mehr als 40 Kinderhörbücher sind seither entstanden, mit erstklassigen Sprechern und mit zauberhaften Musiken, professionell eingespielt vom Allerfeinsten. Einige der von Ute Kleeberg selbst erfundenen Märchen sind längst zu Klassikern geworden, etwa Sternenstaub aus dem Jahr 1995, das war das erste. Andere holte sie wieder aus der Versenkung oder sie schrieb Bekanntes behutsam um. Zum Beispiel das tapfere Schneiderlein im Jahr 2020. Immer greifen Sprache und Musik so leicht und so selbstverständlich ineinander, als wäre das gar keine Kunst. Und immer werden die Kinder ernst genommen, aber auch die Sprache als Medium wird ernst genommen und die Musik. Es gab schon oft einen schönen Preis dafür. Mehrmals standen Seeigel-Produktionen auch schon auf den besten Listen beim Preis der deutschen Schallplattenkritik. Aber jetzt endlich ist er fällig, der PDSK-Ehrenpreis für die gesamte Edition Seeigel und für Ute Kleeberg. Herzlichen Glückwunsch!